Sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend. Für die Deutsche Israelische Gesellschaft begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag, der eine weitere Station jüdischen Lebens in Deutschland beleuchten soll. Die soziale und wirtschaftliche Stellung der Juden in der frühen Neuzeit, das sind so grob gesagt die drei Jahrhunderte zwischen 1500 und 1800. Der Titel Hausierer, Händler, Hoffaktoren weist schon darauf hin, dass sich die Stellung in dieser Zeit ausdifferenziert hat. Darüber aber auch über das nach wie vor Gemeinsame werden wir gleich mehr erfahren. Mein Name ist Hermann Kuhn, ich bin der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Bremen Unterweser. Der Vortrag heute ist Teil unserer Bemühungen, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland in Erinnerung zu rufen. Wir haben bereits über die jüdischen Gemeinden im frühen Mittelalter gesprochen, über die Pestpogrome im 14. Jahrhundert. Wir haben uns einführen lassen in das Jiddische, das sich ja am Ende des Mittelalters in Deutschland herausgebildet hat. Es geht uns insgesamt in dieser Reihe um Wissen und Kenntnisse, die uns noch besser in die Lage versetzen, die Gegenwart jüdischen Lebens zu verstehen und die gemeinsame Zukunft zu gestalten. Ich freue mich sehr, dass wir für den heutigen Vortrag einen Kenner dieser sonst nicht so bekannten Jahrhunderte haben gewinnen können. Ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Wolfgang Treue, in der Cloud über Bremen, leider nicht in Bremen selbst. Dr. Treue lehrt als Privatdozent für mittlere und neuere Geschichte an der Universität Duisburg-Essen. Er hat zahlreiche Arbeiten zur Geschichte der Juden in Deutschland veröffentlicht, unter anderem über jüdische Ärzte und Konvertiten. In diesem Jahr werden die Ergebnisse einer größeren Forschungsarbeit in Frankfurt erscheinen, als Buch mit dem Titel »Judengasse und christliche Stadt«, Religion, Politik und Gesellschaft in Frankfurt am Main in der frühen Neuzeit. Also komplett einschlägig für das heutige Thema. Bevor ich Herrn Treue das Wort gebe, möchte ich auch nochmal mit Dank darauf hinweisen, dass auch diese Veranstaltung gefördert wird durch 2021 Jüdisches Leben in Deutschland e.V. aus Mitteln des Bundesministeriums für Innere, für Bau und Heimat. Sie kennen das Prozedere schon, wenn Sie Fragen oder Bemerkungen haben, schreiben Sie die bitte während des Vortrags in den Chat. Wenn das nicht klappt oder passt, dann können Sie mir auch gerne eine Kurznachricht schicken an meine Handynummer. Die wird dann im Chat eingespielt, können Sie dann nachlesen. Ich werde dann moderieren und Herrn Treue um die Beantwortung bitten. Aber jetzt, Herr Treue, Sie haben das Wort. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank und ich wäre froh, wenn ich auch wirklich da wäre. Das habe ich schon gesagt, aber in Anbetracht der derzeitigen Umstände wäre das wohl keine gute Idee gewesen. Ja, Hausierer, Händler, Hoffaktoren, Sie haben es schon gesagt, zur sozialen und wirtschaftlichen Stellung der Juden in der frühen Neuzeit. Nach den Pestpogromen um die Mitte des 14. Jahrhunderts ließen sich in vielen deutschen Städten, das wurde ja mit Sicherheit auch schon im letzten Vortrag erwähnt, oft nach wenigen Jahren wieder Juden nieder, wobei allerdings eine gewisse Konzentration in größeren Städten und vor allem in den aufstrebenden Reichsstädten zu beobachten ist. Diese Orte waren zum einen wirtschaftlich attraktiv, zum anderen versprach der Zusammenschluss in größeren Gemeinden ein erhöhtes Maß an Sicherheit. Es folgte jedoch bald ein erneuter Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Juden, denn im 15. und frühen 16. Jahrhundert setzte eine Welle von Vertreibungen aus zahlreichen Städten ein, deren Eckdaten in etwa die Ausweisungen aus Köln 1424 und Regensburg 1519 bilden. Die Gründe dafür sind vielfältig und sollen hier nicht im Einzelnen behandelt werden.
Von großer Bedeutung war etwa die wachsende Formierung der Städte zu christlichen Gemeinwesen, die das Bürgerrecht von der Religionszugehörigkeit abhängig machten, oder auch die Durchsetzung des Monopols der Zünfte, die wiederum als christlich definierte Korporationen keine Andersgläubigen aufnahmen. Auch das eigentlich zu ihrem Schutz eingeführte Instrument der Kammerknechtschaft, durch das die Juden seit dem Hochmittelalter unmittelbar dem Kaiserhofe gestellt wurden, erschien in den zunehmend selbstbewussten Bürgerstädten als Ärgernis, da es dem Reichsoberhaupt immer wieder die Möglichkeit bot, in kommunale Belange einzugreifen. Was geschah nun aber nach den Vertreibungen? Wohin wandten sich die ausgewiesenen Juden? Ein Teil von ihnen verließ das Deutsche Reich, um sich in Ländern mit günstigeren Aufenthaltsbedingungen wie Italien und Polen niederzulassen. Die meisten jedoch blieben und siedelten sich in kleineren Ortschaften, Dörfern oder Landstädten an, die wegen ihrer geringen Größe aber nur wenigen Juden einen hinreichenden Lebensunterhalt boten. Die Folge war ein Prozess, der in der Forschung als Atomisierung beschrieben worden ist. Die vorherrschende Siedlungsform war nicht länger die organisierte Gemeinde, der Kahal, sondern es entstanden kleine und kleinste Gemeinschaften, die kaum eine wirkliche Struktur besaßen. In vielen von ihnen war nicht einmal ein Minyan, das für den Gottesdienst erforderliche Quorum von 10 erwachsenen Männern gegeben. Und es kam sogar vor, dass eine Familie oder auch nur ein einzelner Jude allein in einem abgelegenen Dorf wohnte und nur selten andere Juden zu Gesicht bekam. Auch der Bildungsstand dieser Juden war oft dürftig, denn wo sollten sie Bildung erwerben? Und so ist es auch kein Wunder, dass kaum Selbstzeugnisse von ihnen vorliegen. Selbst in der obrigkeitlichen Überlieferung wird ihre Existenz erst im Laufe des 16. Jahrhunderts dank einer zunehmenden Schriftlichkeit der Verwaltung allmählich erkennbar, sodass sich der Weg aus der Stadt auf das Land, das ist der Titel eines Aufsatzes von Friedrich Battenberg, meist nur indirekt, etwa über Herkunftsnamen, klären lässt. Das erklärt auch, weshalb die Lebensverhältnisse der Landjuden, die sich so grundlegend von denen in den verbliebenen und späteren städtischen Gemeinden oder gar der prominenten Hoffaktoren unterschieden, in der Forschung erst spät Beachtung gefunden haben, obwohl sie ohne Zweifel die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung im frühneuzeitlichen Aschkenas, also im erweiterten deutschsprachigen Raum, bildeten. Lassen Sie mich ein typisches Beispiel aus dem ländlichen Hessen geben, das mir aus meiner wissenschaftlichen Arbeit besonders vertraut ist. Da die Präsenz von Juden in den Dörfern aus den Quellen meist nur allenfalls punktuell ersichtlich wird, nehmen wir eine Stadt mit deutlich besserer Überlieferung, das westhessische Biedenkopf an der Lahn, knapp 30 Kilometer von Marburg. Hier lebte seit spätestens 1567 bis zu seinem Tod im Jahre 1610 der Jude Michel mit seiner Frau Sarah und mindestens 3 Kindern. Sie waren vermutlich die ersten Juden im Biedenkopf und blieben für viele Jahre auch die einzigen. Über ihre Herkunft ist nichts bekannt, aber eine ganze Menge über ihr Leben in der kleinen Stadt. An der Türkensteuerliste des Jahres 1567 zufolge zählte Michel von Biedenkopf mit einem Vermögen von 600 Gulden zu den wohlhabenden, wenn auch nicht zu den reichsten, unter den 167 Steuerzahlern. Geschäftlich betätigte er sich in vielen Bereichen, betrieb Geld- und Warenhandel en gros und en détail, belieferte 2 nahegelegene Eisenhütten mit Brenn- und Schmierstoffen und handelte insbesondere mit Fellen und Häuten. Auch schenkte er zeitweilig als einziger in der Stadt Branntwein aus, verkaufte gelegentlich Tuche auf dem Markt in der benachbarten Grafschaft Wetter und besuchte häufig die Messen in ca. 90 Kilometer entfernten Frankfurt. Die Strecke dorthin legte er, wie aus den erhaltenen Zolllisten hervorgeht, im Gegensatz zu den meisten anderen hessischen Juden, zu Pferd zurück. Eine komfortablere, aber auch kostspieligere Art der Fortbewegung. Seine Kunden, vor allem die Aufkäufer der
heute meist Kirchner aus hessischen Städten, aber auch aus dem erheblich weiter entfernten Köln, kamen in der Regel zu ihm nach Biedenkopf. Größere Reisen unternahm er, soweit bekannt ist, nicht. Nach seinem Tod führte zunächst sein Sohn die Geschäfte weiter, der aber bald ebenfalls verstarb, darauf für einige Jahre dessen Witwe, gefolgt von einem Juden namens Maness, der aller Wahrscheinlichkeit nach ein Enkel von Michel war und über die Zeit des Dreißigjährigen Krieges hinaus in Biedenkopf nachgewiesen ist. Wie in einer frühneuzeitlichen Kleinstadt nicht anders zu erwarten, hatten Michel und seine Familie nicht selten Streit mit Nachbarn. Es kam zu Beleidigungen und ein paar Mal auch zu Tätlichkeiten. Die Auseinandersetzungen fanden meist im Haus eines der Beteiligten statt und sind nur deshalb überliefert, weil sie zu Prozessen vor dem städtischen Gericht führten. Das Gericht verhängte Geldbußen für jede Beleidigung, oft gegen beide Seiten, wobei Begriffe wie Dieb, Schelm oder Narr ebenso geahndet wurden wie die Bezeichnung gottloser Jude, mit der ein Christ 1597 Michels Sohn Salomon bedachte. Ungeachtet dieser Vorfälle genoss Michel offenbar ein beachtliches Ansehen in der christlichen Bevölkerung. 1599 etwa bürgte der Marburger Universitätspropst in einer Schuldsache für ihn. 1604 ist er als Teilnehmer einer christlichen Hochzeit genannt und 1607 ließen er und seine Frau, ein durchaus ungewöhnlicher Vorgang, eine Nachlassverfügung ins Biedenkopfer Stadtbuch eintragen. Innerhalb der hessen-marburgischen Judenschaft gehörte er eindeutig zu den Führungspersönlichkeiten. Seine Unterschrift findet sich unter mehreren in ihrem Namen unterzeichneten Dokumenten und einige Male überbrachte er als ihr Repräsentant persönlich Tributzahlungen an den Landgrafen. Michel von Biedenkopf war damit ein typischer Repräsentant einer landjüdischen Elite, die ein durchaus bodenständiges, man könnte geradezu sagen gutbürgerliches Leben führte, das geprägt war von anhaltender Sesshaftigkeit, beeinträchtigter Erwerbstätigkeit, weit entfernt von allen Klischees wie dem des unstet wandernden ewigen Juden oder auch des zu ständigem Aktivismus verurteilten Schacherjuden. Interessant ist dabei, dass er, obwohl als einziger jüdischer Haushaltsvorstand in Biedenkopf lebend, doch, wie die zuletzt geschilderten Ereignisse zeigen, in ein regionales jüdisches Netzwerk eingebunden war. Und ebenso sind es die zahlreichen Beziehungen zur christlichen Umgebung, die zwar dem Charakter der Quellen entsprechend meist nur in Konfliktfällen deutlich werden, aber mit Sicherheit auch auf ein alltägliches und nicht allein durch Konflikte geprägtes Zusammenleben hinweisen. Allerdings nötigte diese Lebensweise zu zahlreichen Einschränkungen. Die Teilnahme an einem Gottesdienst etwa war für Michel zumindest nur beim Besuch der Frankfurter Messe möglich. Der Besuch christlicher Gasthäuser war vermutlich unterwegs nahezu unvermeidlich und damit auch die Einhaltung der Kaschrut kaum möglich. Einen weiteren historischen Wendepunkt bildete nicht nur für Juden, der Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges, von dem insbesondere die Landbevölkerung betroffen war. Dörfer und Felder waren den Armeen schutzlos ausgeliefert und auch die meist aus dem Mittelalter stammenden Befestigungen mancher kleinen Landstädte erwiesen sich als unzureichend. Ungeachtet ihrer vielfältigen Differenzen besaßen jedoch alle Kriegsparteien wenigstens eine gemeinsame Überzeugung, dass Klöster und Juden grundsätzlich reich seien und man sie deshalb ohne weiteres ausplündern könne. Mönche und Juden waren daher, besonders auf Reisen, prädestinierte Opfergruppen. Was das für einen Juden im ländlichen Raum bedeutete, schildert eindrücklich Ascher Levi aus Reichshofen im Elsass. Er lebte von 1598 bis nach 1635 in seinen Memoiren. Sefer Sichonot. Ascher war nicht nur ein entfernter Verwandter Glickels von Hameln, von der noch die Rede sein wird, sondern vor allem ein aufmerksamer Chronist seiner Zeit.
In seinem Werk notiert er nicht nur die unmittelbaren Kriegsauswirkungen, Belagerung, Flucht, Rückkehr in ein verwüstetes Heim, sondern auch die Folgen wie Nahrungsknappheit, Teuerung und Pestausbrüche. Da er sowohl aus beruflichen als auch aus privaten Gründen häufig genötigt war, über Land zu gehen, also kleinere Reisen zu unternehmen, hatte er etliche unliebsame Begegnungen mit Söldnern und wurde zumindest einmal von einer Gruppe marodisierender Söldner ausgeplündert. Natürlich waren nicht alle Juden in dieser Weise vom Krieg betroffen. Der Frankfurter Gelehrte Juspe Hahn, der allerdings ähnlich wie Ascher Levi die letzten und härtesten Kriegsjahre nicht mehr erlebte, er starb 1637, konstatiert in seinem Buch Josef Omis sogar, dass es den Juden besser gegangen sei als den Christen und sie mehr Schutz erfahren hätten, was zumindest insofern zutrifft, als die Frankfurter Juden von Einquartierungen dauerhaft ausgenommen waren. Die Wirren der Kriegszeit boten auch einigen Juden Gelegenheit, in neue Geschäftszweige vorzudringen, da manche Einschränkungen außer Kraft gesetzt waren. In Frankfurt zum Beispiel etablierten sich Juden im kriegswichtigen Pferdehandel, die Zahl der jüdischen Kleider- und Tuchhändler stieg an und der Hausierhandel, der von Reisenden seit dem späten 17. Jahrhundert geradezu als das typische Gewerbe der Frankfurter Juden wahrgenommen wurde, gewann in dieser Zeit an Bedeutung. Einige verdingten sich auch als Söldner in verschiedenen Armeen, doch spielten Juden im Kriegswesen insgesamt noch eine untergeordnete Rolle. Das änderte sich jedoch wenig später mit dem Aufkommen stehender Heere, die auch in Friedenszeiten unterhalten werden mussten. Es gelang nicht wenigen Juden, sich Aufträge als Heereslieferanten, etwa für Proviant, Uniformstoffe, ganze Uniformen oder Pferde zu verschaffen und dadurch wichtige Kontakte zu knüpfen, die auch den Ausgangspunkt für eine Karriere als Hoffaktor bilden konnten. Darauf komme ich gleich noch zurück. Die zeitweilige Auflösung der etablierten Ordnung während der langen Kriegsjahre und die folgende Phase des Wiederaufbaus führten darüber hinaus zu einem erneuten Wendepunkt, der Entstehung neuer jüdischer Gemeinden. Neben den bedeutenden jüdischen Gemeinden in den drei Reichsstädten Frankfurt, Friedberg in der Wetterau und Worms, in denen es im Spätmittelalter nicht zu einer Vertreibung gekommen war, entstanden weitere wichtige Zentren, etwa in den Nordseemetropolen Hamburg und Amsterdam, nicht in Bremen, aber das nur am Rande. Auch in anderen Städten kam es zur Wiederansiedlung von Juden, wenn auch unter recht unterschiedlichen Bedingungen. In Hannover zum Beispiel, seit 1636 Residenzstadt des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg, siedelte sich nach Kriegsende eine kleine, durch individuelle obrigkeitliche Schutzbriefe, sozusagen handverlesene Gemeinde an, die überwiegend aus sehr wohlhabenden Familienvätern, Hausvätern und ihren Familien bestand, was sich unter anderem daran zeigt, dass manche von ihnen nicht nur Dienstboten beschäftigten, wozu auch die Hauslehrer zählten, sondern auch eigene Rabbiner unterhielten. In Amsterdam und Hamburg ließen sich zunächst sephardische Conversos, zwangskonvertierte Juden von der spanischen iberischen Halbinsel nieder, die sich erst später offen zum Judentum bekannten. Im 17. Jahrhundert folgten ihnen aschkenasische Juden, doch blieben die beiden Gemeinden immer getrennt. 1648 wurden die Aschkenasen auch noch einmal aus Hamburg ausgewiesen, doch konnten sie nach einer kurzen Zeit im benachbarten dänischen Altona bald zurückkehren. Zu den ersten Rückkehrern zählte Löb Pinkerle, der Vater der 1647 oder etwas früher in Hamburg geborenen Glickel, Autorin der berühmten Sichonot oder zu Deutsch Memoiren der Glickel von Hameln. Wenn auch die sephardische Gemeinde die vornehmere oder zumindest reichere und rechtlich privilegierte war, so fanden sich doch auch in der aschkenasischen wirtschaftlich prominente Personen wie eben Glickels Vater, ein wohlhabender Juwelenhändler oder, wie Glickel es kurz definiert, ein Mann von 8000 Reichstaler. Mit etwa 13 Jahren, auf jeden Fall recht jung,
wie es in wohlhabenden Familien üblich war, wurde sie mit dem wenig älteren Chaim Goldschmidt aus Hameln verheiratet. Anfangs lebte das junge Paar in der Heimatstadt Chaims, was für die Großstädterin, obwohl sie sich in der Familie ihres Mannes durchaus wohlfühlte, eine unliebsame Erfahrung bedeutet. Von einem Ort wie Hamburg, dann nach einem Platz, wo nur zwei jüdische Familien gewohnt haben. Und Hameln an sich selbst ist ein lumpiger und unlustiger Ort. War ein Zitat. Hier zeigt sich sehr deutlich, wie unterschiedlich die jüdischen Lebensverhältnisse im 17. Jahrhundert sein konnten. Nach etwas mehr als einem Jahr gelang dem Paar jedoch die Übersiedlung nach Hamburg, wo sich Chaim Hameln, ähnlich wie Glickels Vater, als erfolgreicher Kaufmann und vor allem im Juwelenhandel etablierte. Seine Geschäfte nötigten ihn allerdings zu zahlreichen Reisen. So besuchte er regelmäßig die Messen in Frankfurt und Leipzig und reiste auch mehrmals nach Amsterdam. Glickel war hierüber wenig glücklich, weil wir mit dem Reisen allzeit große Sorgen und Schrecken gehabt haben und ich ja gern gesehen hätte, dass mein Mann, das Andenken des Gerechten zum Segen, hätte zu Hause bleiben können. Als das Ausmaß der Geschäfte zunahm, beschäftigte Chaim aber auch Mitarbeiter, die seine Interessen etwa in Kopenhagen und Danzig wahrnahmen. Das Projekt, sich durch eine auf 10 Jahre angelegte Geschäftspartnerschaft mit einem Hildesheimer Juden Entlastung von den Reiseverpflichtungen zu verschaffen, endete dagegen in einem Fiasko. Unterdessen trug Glickel die Hauptverantwortung für die 12 Kinder, die aus ihrer Ehe hervorgingen, und von denen immerhin 10 das Erwachsenenalter erreichten. Die weit verzweigten Geschäftsbeziehungen Chaims boten die Möglichkeit, sie an verschiedenen Orten innerhalb der jüdischen Oberschicht vorteilhaft zu verheiraten. Als besonders glänzend schildert Glickel die Hochzeit ihrer ältesten Tochter Sipora mit Kosman, dem Sohn des reichen und vornehmen Ilia Kleve, die in Kleve in Anwesenheit des Statthalters Moritz von Nassau und des späteren preußischen Königs Friedrichs I. stattfand. Wie sie schreibt, habe in 100 Jahren kein Jude solche Ehre gehabt. Eheschließungen erfolgten in der jüdischen Gesellschaft, nicht anders als in der christlichen, meist innerhalb der eigenen sozialen Gruppe. Da die jüdische aber insgesamt natürlich viel kleiner war, machte dies eine dichtere überregionale Vernetzung notwendig. Strategische Heiratsverbindungen, meist angebahnt durch einen professionellen Heiratsvermittler, Schadchen, führten zur Entstehung weiter Netzwerke, die besonders für die Oberschicht auch wirtschaftlich große Bedeutung besaßen. Auf diesen Aspekt werde ich auch nochmal zurückkommen. 1689 starb Chaim Hameln überraschend infolge eines Unfalls und ließ seine Witwe mit 8 noch unverheirateten Kindern, das jüngste ein Säugling, zurück. Um sie zu versorgen und ebenfalls angemessen verheiraten zu können, war Glickel genötigt, das Familiengeschäft fortzuführen, was ihr mit großem Erfolg gelang. Sie musste nun selbst, erst allein, später mit ihrem ältesten Sohn, zu den Messen reisen und fand sich, wenn auch nicht ganz ohne Klagen, in diese Situation. Im Sommer, in der Hitze und im Winter bei Regen und Schnee bin ich auf Messen gefahren. Ganze Tage bin ich auf den Messen, auch in der Winterszeit in meinem Gewölbe gestanden. Aber nicht nur das. Glickel dehnte den Handel mit Juwelen und anderen Waren weiter aus, pflegte die Handelsbeziehungen in verschiedene europäische Wirtschaftsmetropolen von Amsterdam bis Wien, betrieb in Hamburg zeitweilig eine Strumpffabrik und verstand es, auch für ihre anderen Kinder adäquate Ehepartner zu finden. Als nur noch die jüngste Tochter übrig war, entschloss sie sich jedoch 1700 zu einem Schritt, den sie später lebhaft bereute. Sie ging eine zweite Ehe ein. Ach, hätte ich Sündigerin keinen Mann nehmen sollen, sondern meine Tochter Miriam sollen erst einen Mann geben. Danach hätte ich tun sollen, wie es sich für eine reine, fromme jüdische Frau gehört. Ich hätte alle Nichtigkeiten dieser Welt verlassen sollen und mich mit dem Bisselchen, was ich doch übrig gehabt habe, nach dem Heiligen Land begeben sollen. Ein frommer Wunsch, aber durchaus zeittypisch. Denn wenige Jahrzehnte zuvor hatte die Aufregung um den Pseudo-Messias Shabtai Zvi auch ihre Familie ergriffen und ihr Schwiegervater hatte bereits
Vorbereitungen für die Reise nach Palästina getroffen, als die Nachricht von Shabtai Zvis Konversion zum Islam bekannt wurde. Aber zurück zur Wiederverheiratung. Auf den ersten Blick erschien der Witwer Hirsch Isaak recht passabel. Das heißt, gesehen hatte sie ihn vor der Hochzeit nicht. Aber genugsame Informationen erhalten, dass er ein reicher Bankier und angesehener Vorsteher der Gemeinde Metz sei. Nur etwa ein Jahr nach der Heirat folgte sein Konkurs. Und es gelang Lickel nur mit Mühe, wenigstens die Mitgift ihrer Tochter zu retten. Der Traum vom behaglichen Alter war damit zerplatzt und sie sah sich gezwungen, ihre Geschäfte wieder aufzunehmen. Sie starb 1724, 12 Jahre nach ihrem unglückseligen Mann. Ehe ich nun weiter auf die jüdische Oberschicht eingehe, in diesem Fall einige der prominenten Hoffaktorenfamilien, mit denen die Goldschmidt-Hameln in engen familiären Beziehungen standen, scheint es geboten, zuvor noch einen kurzen Blick auf die jüdische Gesellschaft um die Wende zum 18. Jahrhundert insgesamt zu nehmen. Ganz ähnlich wie die christliche Stadtgesellschaft waren auch die jüdischen Gemeinden in Städten mit einem wachsenden Armutsproblem konfrontiert. Der Zustrom der Armen in die Städte führte zunehmend zur Differenzierung zwischen eigenen und fremden Armen, verschuldeten und unverschuldeter Armen. Die Grundsätze der christlichen Nächstenliebe und der jüdischen Sedaka verlangten eigentlich die vorbehaltslose Unterstützung aller Armen. Doch zeigten sich die Armenkassen und karitativen Institutionen bald überfordert. Hinzu kam ein gewisses Misstrauen gegenüber den fremden Armen, die möglicherweise Seuchen einschleppten oder sich in manchen Fällen auch nicht mit dem Betteln begnügten. Die Angst vor Seuchen und Kriminalität war ein ausgeprägter Zug dieser Epoche. Begriffe wie Landstreicher, herrenloses Gesindel oder Betteljuden dominierten die öffentliche Diskussion. In Städten wurden immer zahlreichere Edikte zur Ausweisung der fremden Armen erlassen und auch die jüdischen Gemeinden sahen sich zeitweilig veranlasst, um obrigkeitliche Hilfe gegen das Überhandnehmen der Betteljuden zu bitten. Meist bemühten sie sich jedoch, den Fremden wenigstens die Einhaltung von Schabbat und Feiertagsruhe zu ermöglichen und verteilten sie mittels Plätten, das kommt von französisch billet, auf die Haushalte. Diese Gutscheine wurden an fremde Arme ausgegeben und berechtigten sie, am jeweiligen Tag in einem bestimmten Haus zu Gast zu sein. In Zeiten akuter Pestgefahr war aber auch dies nicht ohne Risiko, weshalb zum Beispiel der Frankfurter Rat im 18. Jahrhundert wiederholt anordnete, dass fremden Betteljuden Almosen nur noch vor den Toren gereicht werden dürfen. Neben den eigentlichen Bettlern gab es in den frühneuzeitlichen Städten weitere Gruppen in prekären Verhältnissen. In einer großen, ökonomisch starken Gemeinde wie Frankfurt am Main mit etwa 3000 Personen, also neben Prag die größte Gemeinde in Aschkenas, zählten dazu etwa Tagelöhner, Wasserträger, Gassenkehrer und Krankenpfleger. Also Dienstleister, die in guten Zeiten von ihrem Lohn notdürftig leben konnten, deren Existenz aber durch jede Preissteigerung, etwa infolge von Missernten oder Krieg, sofort gefährdet war. Etwas besser gestellt waren die zahlreichen Hausangestellten, Knechte, Mägde, Kinderlehrer und Handelsgehilfen, die laut einer Visitationsliste der Frankfurter Judengasse von 1694 immerhin fast 300 Personen ausmachten. Eine recht große Gruppe, die ebenfalls von Konjunkturschwankungen bedroht war, da ihr Schicksal allein vom Wohlergehen ihrer Arbeitgeber abhing. Einen wirklich gesicherten Status besaßen in der christlichen Stadt vor allem die Bürger und in der Judengasse die Schutzjuden, die immerhin über einen offiziellen Aufenthaltstitel in Frankfurt Städtigkeit genannt verfügten. Wie deutlich wird, war die jüdische Gesellschaft, wenn man überhaupt von einer Gesellschaft sprechen kann, kaum weniger vielfältig als die christliche. Für beide gilt auch, dass die Geschichte der niederen Stände wesentlich schlechter erforscht ist als die der Oberschicht, was nicht zuletzt durch die Quellenlage bedingt ist, da beispielsweise kaum autobiografisches Material existiert.
In der Autobiografie der Glinkel von Hameln werden zwar immer wieder Dienstboten erwähnt, die in einem großen und wohlhabenden Haushalt selbstverständlich vorhanden waren, und auch arme, vorwiegend aus Polen stammende Juden kommen vereinzelt vor, doch bleiben sie Randfiguren. Ein Unterschied zur christlichen Gesellschaft war allerdings, dass es in der jüdischen, zumindest in der Theorie, keine Standesgrenzen und auch keinen Adel gab. De facto war die jüdische Oberschicht aber kaum weniger abgeschlossen als die höheren Stände der Christen, wie etwa anhand von Kleider- und Luxusordnungen ersichtlich ist. Solche Ordnungen wurden in Städten seit dem Spätmittelalter erlassen, zunächst als Reaktion auf Katastrophen wie den Ausbruch von Seuchen oder Feuersbrünsten, die man als göttliche Strafe für sündhaftes Verhalten, zum Beispiel Ehebruch, Glücksspiel oder übertriebenen Luxus interpretierte. Mit der Zeit traten andere Zielsetzungen hinzu. Die Ordnungen dienten nun vor allem der Fixierung der Standesgrenzen und sollten vor allem die unteren Stände vor Verschwendung und Ruin bewahren. Aus Frankfurt am Main ist neben mehreren städtischen Ordnungen auch eine jüdische erhalten, die durch den verheerenden Brand des Jahres 1711 veranlasst war, dem nahezu die gesamte Judengasse zum Opfer fiel. Während in den christlichen Ordnungen die verschiedenen Stände vor allem durch Beruf und öffentliche Ämter definiert werden, war es in der Judengasse in erster Linie das Vermögen, das darüber entschied, wie viel Aufwand bei Hochzeiten und anderen Feiern betrieben werden durfte. Doch war die Abgrenzung nicht weniger strikt. Mit der Zeit entwickelte sich auch eine adelsähnliche Gruppe innerhalb der deutschen Judenschaft. Ich spreche hier nicht von der formellen Mobilitierung einzelner Juden im späten 18. und im 19. Jahrhundert, sondern von der Gruppe der jüdischen Hoffaktoren, im zeitgenössischen Sprachgebrauch Hofjuden. Hoffaktoren waren Personen, die von Fürsten mit den verschiedensten Aufgaben betraut wurden, häufig mit der Beschaffung von Krediten und Luxusgütern, wie sie bei Hof gebraucht wurden, aber etwa auch mit Armeelieferungen, wobei ebenfalls die Vorfinanzierung durch Kredite eine wichtige Rolle spielte. Einige Hoffaktoren waren im Münzwesen tätig, andere dienten in der Zeit des Merkantilismus als Agenten bei der Einführung wirtschaftlicher Reformen oder auch als Organisatoren eines staatlichen Lotteriewesens. In den meisten Fällen ging es jedenfalls um die Steigerung der landesherrlichen Einnahmen. Dass bevorzugt Juden als Hoffaktoren gewählt wurden, hatte vermutlich mehrere Gründe. Da viele von ihnen im Geldgeschäft tätig waren, lag es nahe, ihre Erfahrung in diesem Bereich zu nutzen, zumal sie eher als die meisten Christen bereit waren, Eigenkapital in die Unternehmungen zu investieren. Auch verfügten sie, wie etwa das Beispiel der Familie Hameln zeigt, oft über weitreichende familiäre und wirtschaftliche Netzwerke, die etwa bei der Beschaffung von Luxusgütern hilfreich sein konnten. Da sie keinen eindeutigen Stand besaßen, weder dem Adel noch dem Bürgertum zugehörten, waren sie zudem in besonderem Maße von der Gunst des Landesherrn abhängig und deshalb eher bereit, auch Aufgaben zu übernehmen, die, wie die Umsetzung von Reformen, in manchen Teilen der Bevölkerung auf Widerstand stießen. Der Lohn für ihre Tätigkeit war eine im wörtlichen Sinne privilegierte Stellung. Im Unterschied zu anderen Juden, die oft zeitlich befristete oder mit Einschränkungen verbundene Schutzbriefe besaßen, erhielten Hoffaktoren herrschaftliche Privilegien, die ihnen weit größere Freiräume verschafften. In den meisten Fällen wurden diese auf Lebenszeit erteilt und umfassten nicht nur den unmittelbaren Empfänger, sondern auch dessen ganze Familie und Mitarbeiter. Außerdem garantierten sie ihm freie Bewegung, Wohnsitzwahl und Religionsausübung im gesamten Territorium. Nach dem Tod eines Empfängers wurden die Privilegien häufig umgehend für einen oder mehrere seiner Nachfahren erneuert. Es handelte sich also um eine durchaus herausgehobene Stellung, die allerdings unbedingte Loyalität verlangte und nicht immer frei von Risiken war. Die frühesten jüdischen Hoffaktoren finden sich bereits im 16. Jahrhundert.
1543 ernannte der brandenburgische Kurfürst Joachim II. Den Juden Michel von Derenburg zu seinem ersten offiziellen Hoffaktor. Nachdem dieser bereits vorher für den Braunschweiger Herzog in ähnlicher Funktion tätig gewesen war. 20 Jahre später betraute derselbe Kurfürst den Frankfurter Juden David zur goldenen Scheuer mit der Wahrnehmung seiner Geschäfte. Wie hier bereits deutlich wird, mussten die Hoffaktoren nicht unbedingt wirklich bei Hof präsent sein, sondern konnten auch in einer wichtigen Handelsstadt wie Frankfurt am Main wohnen, die zur Wahrnehmung der fürstlichen Aufträge geeignet war. In Frankfurt lebte auch Joseph dem Goldenen Schwan, einer der interessantesten Hoffaktoren dieser Zeit, der allerdings nie diesen Titel trug und auch nicht nur für einen Hof, sondern gleich für mehrere, wie auch für die Stadt tätig war. Das wurde ihm schließlich zum Verhängnis, da er ohne großes Eigenkapital immense Kredite vergab, was nur so lange gut gehen konnte, wie alle Schuldner pünktlich zurückzahlten. Als die Zahlungen durch den Konkurs mehrerer süddeutscher Handelshäuser ausblieben, geriet er in Schwierigkeiten und griff zu dem verzweifelten Mittel, eine Schuldverschreibung zu kopieren, um Original und Fälschung an zwei verschiedenen Stellen als Sicherheit einzusetzen. 1567 wurde er als Bankrotteur und Fälscher inhaftiert und starb 5 Jahre später im Gefängnis, noch bevor der Prozess gegen ihn angesichts der vielen involvierten Parteien wirklich in Gang gekommen war. Nur ein Jahr nach seinem Tod endete auch das Leben eines anderen frühen Hoffaktors, des brandenburgischen Münzmeisters Lippold, allerdings auf drastischere Weise. Nachdem Lippold über 15 Jahre als Hoffaktor und Münzmeister wiederum Kurfürst Joachims II., also das war bereits sein dritter Hoffaktor, eine mächtige Stellung inne gehabt hatte, sich dabei aber auch viele Feinde gemacht hatte, nutzten diese den Tod seines Gönners, um sich an ihm zu rächen. In einem Prozess bezichtigten sie ihn verschiedenster Verbrechen und erreichten schließlich seine Hinrichtung. Dieser Fall erinnert natürlich an den eines späteren Hoffaktors, des bekannten Josef Süß Oppenheimer, der seit 1732 am württembergischen Hof vielfältige Funktionen, auch er unter anderem im Übrigen als Münzmeister, wahrnahm. Vor allem aber diente er Herzog Karl Alexander als Initiator einer modernen merkantilistischen Wirtschaftspolitik, die unter anderem die Einführung eines Staatsmonopols auf bestimmte Handelsartikel sowie die Einrichtung staatlicher Manufakturen für Luxusgüter wie Seide und Porzellan umfasste. Das trug ihm die Feindschaft ebenso der Zünfte wie des Adels ein. Und als sein Förderer 1737 starb, kam es auch hier sofort zu einem Prozess, der mit der Hinrichtung Oppenheimers endete. Über diesen beiden drastischen Schicksalen sollte man allerdings nicht vergessen, dass die große Mehrzahl der jüdischen Hoffaktoren in Ehren und Wohlstand und im eigenen Bett starb. Während die genannten Hoffaktoren des 16. Jahrhunderts noch weitgehende Einzelerscheinungen darstellten, bildete sich im Folgenden ein regelrechtes Hoffaktorensystem aus. Immer mehr Fürsten übertrugen Juden oft über Generationen hinweg diese verantwortliche Stellung und es entstanden zahlreiche Hoffaktorenfamilien, die untereinander enge Beziehungen unterhielten. Viele der Hoffaktoren des 17. und 18. Jahrhunderts zeichneten sich im Übrigen nicht nur durch Reichtum und Macht aus, sondern zunehmend auch durch Gelehrsamkeit und Engagement für das jüdische Gemeinwohl. Oft setzten sie sich als Stadlanim, Fürsprecher, für die eigene Gemeinde oder auch für andere ein. Leffmann Behrens zum Beispiel, ein Schwager von Chaim Hameln, der am Hannoveraner Hof tätig war, erwirkte nicht nur die Erlaubnis zur Ansiedlung von Juden in Celle, sondern auch zur Wahl eines Landesrabbiners, wodurch die innerjüdische Autonomie entscheidend gestärkt wurde. Er ließ auf seine Kosten Synagoge und Rabbinerhaus in Hannover errichten und ermöglichte auch die Anstellung eines Vorbeters und eines Synagogendieners.
Seine Karriere als Hoffaktor begann er, nicht untypisch, als Lieferant für Luxuswaren und setzte sich als Heereslieferant fort. Wobei er sich nicht auf den Zwischenhandel beschränkte, sondern sogar eine eigene Fabrik für Uniformstoffe in Lüneburg gründete. 1692 finanzierte er mit mehreren hunderttausend Gulden die Bemühungen Herzog Ernst Augusts um die Kurfürstenwürde und fünf Jahre später auch den Erwerb des Herzogtums Lauenburg, durch Braunschweig eben. Erst dies trug ihm übrigens nach mehr als 30-jähriger Tätigkeit die offizielle Ernennung zum Hof- und Kammeragenten ein. Leffmann Behrens war längst nicht der einzige Hoffaktor, mit dem die Familie Goldschmidt-Hameln in verwandtschaftlicher Beziehung stand. Reb Elia Kleve etwa, der Vater von Cosman, den die Tochter Sipora, wie erwähnt, in Kleve heiratete, war niemand anders als der brandenburgische Hoffaktor Elias Gomperz. Cosmans ältere Schwester wiederum war mit dem reichen Gemeindevorsteher Abraham Krumbach in Metz verheiratet und in diese Familie heiratet später Glickels Tochter Esther. In ihrem Haus verbrachte Glickel die letzten Jahre ihres Lebens und seine Vornehmheit wird nicht zuletzt aus ihrer Bemerkung deutlich, dass es dort alle Zeit einen Hausrabbiner gegeben habe. Ihr Sohn Sanville, also Glickels Sohn Sanville, wurde schon früh mit einer Tochter von Moses Bamberg verlobt, dessen Schwager Samson Wertheimer sich erbot, den Jungen bis zur Hochzeit in seinem Haus in Wien aufzunehmen und durch einen Rabbiner unterrichten zu lassen. Das Angebot wurde angenommen und Glickel kam dadurch in engen Kontakt zu diesem bedeutenden kaiserlichen Hoffaktor, dem aufgrund seiner außerordentlichen Gelehrsamkeit der Titel Hüter der heiligen Gemeinde Sfat, also Safed in Palästina, verliehen wurde und der auch als Oberrabbiner für ganz Ungarn fungierte. Ihr jüngster Sohn Moses schließlich wurde selbst Hoffaktor und 1728 auch Landesrabbiner in Brandenburg-Ansbach. Es zeigt sich hier die erstaunliche Dichte der Beziehungen innerhalb der führenden jüdischen Familien in Aschkenas, deren Netzwerke ganz entscheidend zu ihrem Erfolg beitrugen. Damit möchte ich diesen eiligen Parcours durch die Geschichte der Juden in Aschkenas bis ins 18. Jahrhundert abschließen. Als weiterer Wendepunkt in dieser Geschichte folgte die europäische Aufklärung bzw. ihre jüdische Form, die Haskalah. Aus konservativer Sicht bedeutete dies einen Prozess der Auflösung traditioneller Strukturen, verbunden mit dem Verlust der seit Jahrhunderten bewahrten innerjüdischen Autonomie, Gemeindespaltungen und Zunahme von Konversionen zum Christentum. Aus progressiver Sicht dagegen handelte es sich um den Aufbruch in die Moderne, den Anfang einer neuen, verheißungsvollen Ära. Aber dazu werden Sie im nächsten Vortrag mit Sicherheit mehr hören. Soweit dann und vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Treuel, für diesen Gang durch fast drei Jahrhunderte. Ich selber habe jetzt im Kommentar keine Fragen gesehen, aber Ihr Vortrag hat in mir eine Reihe von Fragen ausgelöst, die sich auch an die vorigen Vorträge anschließen. Ich will mal mit einer beginnen. Sie haben das verschiedentlich angesprochen, aber vielleicht nochmal verdeutlichen, die soziale und rechtliche Stellung der Juden. Erstens, spielte die Tatsache dieser Kammerknechtschaft des Kaisers in dieser Zeit überhaupt noch eine Rolle oder hatte sich das irgendwie in der Geschichte verlaufen, dass er eigentlich der oberste Besitzer der Juden gewesen ist? Daran schließt sich die Frage an, konnten die Juden sich eigentlich frei bewegen im Deutschen Kaiserreich oder brauchten sie immer einen Aufenthaltstitel, wo auch immer sie waren? Also ob es ein kleinerer Ort war, auf dem Land oder in der Stadt, wie war das ausgestaltet? Vielleicht noch eine Zusatzfrage, eine kleine, durften sie überhaupt Bauern werden? Also konnten sie Land erwerben, um Landwirtschaft zu betreiben? Konnten sie irgendwo auch Mitglied in einer Zunft werden. Also wenn Sie diese die rechtliche, soziale Stellung vielleicht nochmal
zusammenfassend darstellen könnten. Ja, ich notiere mir aber gerade mal die Punkte, damit ich nichts vergesse. Ja, die Kammerknechtschaft, ja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Sie wirkt fort. Nehmen wir mein bekanntestes Beispiel Frankfurt am Main. Kaiser Karl IV. War es, glaube ich, der die Frankfurter Judenschaft schon 1348 zur Hälfte an den Frankfurter Rat verpfändete. Später erwarb der Frankfurter Rat die ganzen Rechte an der Frankfurter Judenschaft und trotzdem behielten sich die Kaiser vor, die Juden auch weiterhin als oberste Schutzherren zu schützen. Und dass das durchaus auch klappen konnte, zeigt sich beispielsweise in Frankfurt im frühen 17. Jahrhundert im Fettmilchaufstand. Das war eine Bürgerrevolte, die sich gegen den Rat, aber auch gegen die Juden richtete. Und in dem dann schließlich, also der Bürgeraufstand auf kaiserliche Initiative mit Reichstruppen niedergeschlagen wurde und die Juden dann unter dem Schutz von Reichstruppen zurückgeführt wurden in die Judengasse. Sie waren zwischendurch vertrieben worden. Also das behielt weiterhin eine Bedeutung. Selbst wenn sich der Kaiser durch Verpfändung eigentlich der Basisrechte entledigt hatte, behielt er sich trotzdem vor, der oberste Judenschutzherr zu bleiben. Also es spielte bis ins 18. Jahrhundert auf jeden Fall noch eine Rolle. Die Bewegungsfreiheit, nun ja, die war natürlich in einem kleinteiligen Territorium wie dem Deutschen Reich ohnehin ein bisschen schwieriger und da gab es auch sehr, sehr unterschiedliche Handhabungen. An vielen Grenzen mussten Juden im Gegensatz zu Christen einen Leibzoll entrichten, also einen zusätzlichen Zoll entrichten und dadurch war die Bewegungsfreiheit schon eingeschränkt. Privilegien, Schutzbriefe galten in der Regel für ein Territorium. Also die Bewegungsfreiheit war theoretisch schon sehr eingeschränkt. Praktisch gab es natürlich auch Gruppen, die sich darum nicht gekümmert haben. Das waren diejenigen, die ohnehin keine Zollkosten, also Gebühren an der Grenze zahlen konnten. Beispielsweise die zahllosen ärmeren bis Betteljuden, die natürlich nicht an Grenzstationen die Grenzen passierten. Aber die Bewegungsfreiheit war allgemein natürlich doch eingeschränkt. Das kann man aber auch kann man auch auf Christen zum Teil ausdehnen. Eben diese endlos vielen Territorialgrenzen, Stadtgrenzen und so, stellten schon ein starkes Handicap dar. Hinzu kamen dann auch noch Dinge wie etwa die unterschiedlichen Zeitzonen. So behielten etwa die protestantischen Staaten überwiegend bis etwa 1700 den julianischen Kalender bei. Die katholischen hatten den reformierten Kalender, also den gregorianischen Kalender, seit dem 16. Jahrhundert. Dadurch gab es natürlich auch wieder viele Schwierigkeiten, zum Beispiel, wenn man dann auch zu bestimmten Terminen an einem bestimmten Ort sein wollte. Naja, das ist aber nur am Rande. Grundbesitz hatten Sie angesprochen. Das ist eine schwierige Sache. Im Prinzip, also noch im Privileg Kaiser Heinrichs IV. Für die Wormser und Speyerer Juden 1090 wird ein judenfreier Grundbesitz zugestanden. Aber das verliert sich relativ schnell danach, also diese Freiheit. Und beispielsweise jetzt wiederum, sagen wir mal Frankfurt am Main oder auch in vielen anderen Territorien, ich meine, das war auch eine Reichsstadt mit einem beschränkten, aber doch immerhin Territorium, war Judengrundbesitz im Prinzip nicht gestattet. Selbst ihre Häuser bewohnten sie in Frankfurt eigentlich als Mieter des Rates in der Judengasse, die Häuser. Trotzdem war es ihnen de facto möglich, diese Häuser, wenn sie sich nicht gerade zu Schulden kommen lassen hatten, frei zu vererben.
Also da sind auch wiederum klaffen Theorie und Praxis wiederum auch weit auseinander. Mancherorts war es auch durchaus möglich, Grundbesitz zu haben. Aus dem 17. Jahrhundert, glaube ich, habe ich in Frankfurt den Hinweis, dass ein Jude, ein Frankfurter Jude, um die freie Einführung von Wein aus seinem Weingut im Rheingau bat. Wurde ihm nicht zugestanden, wurde Auswärtigen überhaupt nicht, also von auswärtigen Weingütern überhaupt nicht zugestanden, aber er besaß ein solches Weingut. Also es gab, das ist immer das Sic et non, es gab dieses und es gab jenes. Anders dagegen bei den Zünften. Ich hatte es eingangs gesagt, die Zünfte waren religiös geprägte Korporationen, die für Andersgläubige nicht offen standen. Wiederum in Frankfurt am Main kann ich sagen, auch Katholiken, gelegentlich auch Reformierte, hatten Schwierigkeiten, in eine Zunft aufgenommen zu werden. Da gab es bis ins 18. Jahrhundert hinein deutliche Abstoßungsmechanismen. Man wollte keine Andersgläubigen haben. Die Zünfte betrieben Altäre in den Kirchen, unterhielten Altäre, unter Umständen auch Priester. Natürlich nicht im protestantischen, aber es waren eben religiös fundierte Gemeinschaften. Und da war für Andersgläubige eigentlich kein Platz. Gut, ich hoffe, ich habe Ihre Fragen soweit beantwortet und bin gerne auch zu weiteren bereit. Ja, ganz herzlichen Dank. Hätte noch eine. Wir haben die ganze, also unseren Antrag bei dem Verein 2021, dem haben wir den Titel gegeben, Leistung und Leid, um die ganze Geschichte des jüdischen Lebens in Deutschland in den Blick zu nehmen und nicht nur einseitig. Und deswegen würde ich Ihnen gerne zusammen zwei Fragen stellen. Erstens, sehe ich das richtig, dass die Leistung der jüdischen Bevölkerung gerade auch in diesen Jahren darin bestand, ausgehend von den traditionellen Berufen von Handel und Geldhandel, die Vernetzung innerhalb der Gesellschaft voranzutreiben, also basierend auch unter anderem auf den weitläufigen verwandtschaftlichen Verhältnissen. Also das erscheint mir so, dass Sie da ein Netz gebaut haben, was es sonst in der Gesellschaft wenig gab. Und der andere Teil ist, gemessen an den Kreuzzügen, gemessen an dem Pestpogrom, erscheinen diese 300 Jahre als relativ ruhig. Sie haben zwar den Fettmehlaufstand genannt, aber größere Wellen von Verfolgung und tödlichen Pogromen scheint es nicht zu geben. Stimmt das? Es gab natürlich auch weiterhin Vertreibungen. Es war immer ein Auf und Ab. Das hing ja häufig auch mit Herrscherwechseln einfach zusammen. Erstmal zu der Frage der Netzwerke. Ich hatte ja gesagt, dass Juden auch in größerem Maße darauf angewiesen waren, weil sie eben auch in den, ja, untereinander in den jeweiligen Schichten vernetzt waren. Ein deutliches Beispiel, das hatte ich kurz erwähnt, in Hamburg und Amsterdam. Auch nach Jahrhunderten bildeten Sepharden und Aschkenasen getrennte Gemeinden. Sie haben sich auch, ich glaube, auch Heiraten zwischen beiden Gemeinden waren eigentlich nicht akzeptiert. Also es gab eben eine sehr große Segregation auch. Und ganz und gar galt das natürlich für die rein. Ja, für die verschiedenen Schichten. Deshalb war man darauf angewiesen, sehr viel zu netzwerken. Und das war natürlich auch, wie man an der Geschichte der Glickel von Hameln sehen kann, auch ein Erfolgsrezept, ganz sicher. Was die Frage des Leides angeht, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Und wenn man sich gerade so die Geschichte des Mittelalters in der klassischen Variante anguckt, dann kommt man sehr schnell an das, was einige Forscher als Lachrymose Conception of Jewish History, also die tränenreiche Konzeption jüdischer Geschichte bezeichnet haben.
kommt an einer Aneinanderreihung von Verfolgungen, dass das nicht ganz der Realität entspricht. Das ist gut, es gab die Kreuzzugspogrome, die waren ja schon regional begrenzt. Es gab dann wirklich sehr überregional die Pestpogrome und dann gab es einzelne Beschuldigungen von Ritualmord und Hostienschändung und so. Das war alles eine ganze Menge. Aber trotzdem, man darf eben das Mittelalter auch nicht als eine durchgängige Zeit von Verfolgung sehen. Aber Sie haben natürlich recht. In der frühen Neuzeit entwickelten sich die Verhältnisse anders. Zum Beispiel durch eine zunehmende Verrechtlichung im städtischen wie auch im ländlichen Rahmen. Also beispielsweise Pogrome kamen kaum noch vor. Eigentlich für die frühe Neuzeit fällt mir jetzt gar kein Beispiel ein. Also in Frankfurt meinetwegen beim Fettmilchaufstand wurden die Juden halt aus der Stadt vertrieben und es wurde auch die Judengasse geplündert und es kamen auch 2 oder 3 Personen zu Tode, aber als Pogrom kann man das eigentlich nicht bezeichnen. Also insofern ja, die zunehmende Verrechtlichung machte sich bemerkbar. Und dadurch unterscheidet sich das Ganze natürlich schon vom Mittelalter. So viel kann man sagen. Ich habe 2 Fragen bekommen über den Chat und über SMS, die ich Ihnen gerne vortragen möchte. Vielleicht hängen sie sogar miteinander zusammen, das kann ich noch nicht ganz beurteilen. Die eine Frage ist, hat der Wohlstand der Hoffaktoren einen sozialen und unterstützenden Einfluss auf die ärmere jüdische Bevölkerung gehabt, fragt Herr Wittekind. Und Frau Harms stellt die Frage, gab es im Deutschen Reich den Begriff Familiant? Sie kennt ihn aus der Heimat Böhmen. Und wenn es den gab, bittet sie um Erläuterung. Den Begriff kenne ich leider überhaupt nicht. Familiant, ist das ein Familienangehöriger oder ist es ein jemand, der in Familie macht? Das habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Tut mir leid. Aber jetzt nochmal kurze Erinnerung. Die vorhergehende Frage war. Ja. Sie haben von den reicheren Juden unter anderem so, gesprochen und ob die sozusagen, einfach gesagt, ob sie einen Teil des Reichtums weitergegeben haben oder durch Beschäftigung von ärmeren Leuten, also ob der Reichtum von oben nach unten durchgesickert ist. Ja, das ganz sicher. Ich hatte ja erwähnt, die Hoffaktoren, die zum Teil eben auch als Stadlanim, als Fürsprecher auftraten und natürlich auch zahlreichen Menschen Beschäftigung gaben. Also nehmen wir Lefmann Behrens in seiner Uniformfabrik, Stofffabrik, da wurden ausschließlich Juden angesiedelt, Familienmitglieder, aber auch andere, um dort tätig zu sein. Die wohlhabenden Juden unterhielten auch, wie eben angesprochen, in Hannover oder auch bei Glickels Schwiegertochter in Metz, eben neben zahlreichen Dienstboten, also hatten ein umfangreiches Personal, darunter eben auch sogar die Hausrabbiner, die zum guten Teil aus Polen kamen. Also da sickerte schon sehr vieles durch. Es gab dann natürlich eine gewisse, wie auch in der christlichen Gesellschaft, also irgendwo gab es eine Spaltung bis zu den sogenannten Betteljuden oder auch eben zu den Bettelchristen. Den Begriff gibt es nicht so, aber eben die Herrenlosen, das Gesindel, bis zu denen sickerte es wahrscheinlich, naja, in Form von Almosen vielleicht durch. Aber natürlich diese Hoffaktoren, allein dadurch, dass sie zahllose Leute beschäftigten, da drang natürlich vieles von ihrem Wohlstand auch an andere Schichten durch. Herr Wittekind ergänzt noch mit der Frage, ob auch bei Hofe die jüdischen Feiertage, also auch Schabbat,
frei ausgeübt werden konnten. Also mussten die damals am Schabbat arbeiten oder haben sie gesagt, nee, machen wir nicht, wir sind Juden. Wie war das damals? Das ist natürlich eine schwierige Frage, die sich auch nicht so pauschal beantworten lässt. Also im Prinzip, also ich denke mal, es gab sehr unterschiedliche Verhältnisse, aber wenn wenn der Auftraggeber eines Hoffaktors die Ausführung eines Auftrags verlangte, dann könnte ich mir vorstellen, dass eben auch auf den Schabbat wenig Rücksicht genommen wurde. Aber das kann man jetzt, müsste man wirklich im Einzelnen immer feststellen. Es gibt durchaus die Vorstellung, beispielsweise in Frankfurt, dass man Juden nicht am Schabbat vor Gericht ziehen kann. Mhm. Auf der anderen Seite, dieses Leben bei Hof war ohnehin eine sehr interessante, aber auch zwiespältige Erfahrung. Ich habe mich sehr ausführlich mit der Geschichte jüdischer Ärzte beschäftigt, die ja sehr angesehen war, schon im Mittelalter waren und auch in der frühen Neuzeit. Und da waren nicht wenige jüdische Ärzte auch als Leib- und Hofärzte von Fürsten tätig, lebten dann zum Teil auch bei Hofe. Und da wurden dann, das zwang zu den merkwürdigsten Kompromissen. Wenn man bei Hof war, war es natürlich eine sehr ehrenvolle Sache, zur fürstlichen Tafel geladen zu werden. Andererseits für einen observanten Juden natürlich ein Problem. Denn da gab es natürlich keine koscheren Lebensmittel. Dann gibt es da merkwürdige Kompromisse, dass man beispielsweise, dass der jüdische Arzt zwar separat kochte, aber er hatte halt keine Infrastruktur vor Ort, also hat er die Lebensmittel dann notwendig, inklusive von frischem Fleisch, aus der Hofküche bezogen. Also das waren Grenzbereiche, über die man wenig pauschale Aussagen machen kann, aber dass da vielfach auch die Notwendigkeit zu Kompromissen oder auch eben die Unmöglichkeit zur wirklichen Observanz vorhanden war, das lässt sich kaum bestreiten. Wie gesagt, im Einzelfall müsste man das überprüfen. Ja, vielen Dank. Sie haben schon den Bogen ja geschlagen zu der nächsten Veranstaltung, die Tür so ein bisschen geöffnet zur Aufklärung und den jüdischen Anteil an der Aufklärung. Wir werden ja im Juni und Juli zwei Veranstaltungen machen dazu, einmal zu Moses Mendelssohn und dann aber auch zu Ralf von Farnhagen und den Salons in Berlin. Meine letzte Frage an Sie wäre heute, aus welchem Teil dieser Bevölkerung im 17., 18. Jahrhundert eher hat sich denn diese Aufklärung herausgebildet? Also wo waren die Keimzellen, die Brutstätten dieser neuen modernen Bewegung? Kann man das sagen? Ja, ich glaube, also dafür bin ich kein Fachmann, aber soweit ich das eben überblicke, waren es sehr unterschiedliche Quellen. Zum einen entstanden relativ spät und gerade in Preußen wie Berlin und Königsberg wohlhabende jüdische Gemeinden, in denen auch die weniger mit Traditionalismus behaftet waren als meinetwegen in Frankfurt oder Worms, wo dann also auch eine größere Neigung dann vielleicht auch sich für neues Gedankengut zu interessieren vorhanden war. Königsberg ist natürlich ein klassisches Beispiel. Ja, dort saß eben Immanuel Kant auch, bei dem auch Juden studierten. In Frankfurt gibt es beispielsweise später einen jüdischen Arzt, der ein Lieblingsschüler Kants gewesen war und da in Frankfurt Seminare über kantische Philosophie liest. Okay, das nur am Rande. Ja, aber wo kamen die Maskilinen, die Träger der Haskalah, her? Also, sehr wesentliche Träger, wie eben Moses Mendelssohn, Salomon Maimon, die kamen eigentlich aus dem Osten, kamen dann in eine dieser Metropolen, machten da eine
Karriere, in der sie sich erstmal überhaupt eine westliche Bildung erarbeiteten, dann häufig auch eine säkulare Bildung, indem sie als Hauslehrer bei eben Mitgliedern dieser Oberschicht tätig waren. Aber sie sind dann eben trotzdem, auch sie sind eigentlich die selbstständigen Motoren dieses Ganzen geworden. Also das ist eine sehr heterogene Szene. Es brauchte einerseits, es brauchte ein Milieu, in dem auch hinreichend materielle Ressourcen vorhanden waren. Es brauchte andererseits diese Aufgeschlossenheit. Und dritterseits dann eben die originellen Geister, wie eben ein Moses Mendelssohn. Naja, aber wie gesagt, da werden Sie ja hoffentlich beim nächsten Vortrag befriedigendere Antwort drauf bekommen. Oder vollständige. Naja, bei den Serien heißt das Cliffhanger, ne? Also das, wir wollten ein bisschen überleiten zu dem, was wir als nächstes machen. Sie haben gesehen, am 14. Juni, der Vortrag war Moses Mendelssohn, ein deutscher Jude. Christoph Schulte, Das macht die Wittheit zu Bremen, hat den Vortrag übernommen. Am 30. Juni wird dann Bernd Moldenhauer sprechen über Ralf von Farnhagen und die Salons. Sie kriegen alle diese Einladungen noch, müssen das nicht mitschreiben. Ich will Ihnen aber, Herr Treu, bevor ich mich bei allen bedanke, noch etwas zurückgeben, nämlich die Erklärung von Frau Harms, die inzwischen nachgeguckt hat, was ein Familiant gewesen ist. Ah, ich sehe. Ein veraltet Familienoberhaupt. Es gab ein Familiantgesetz, das nur wenigen Juden erlaubte, sich niederzulassen, heiraten und eine Familie zu gründen. Also sozusagen ein Familiantenregister war das Register derjenigen, denen es erlaubt war, eine Familie zu gründen. Ah, das danke, das habe ich noch nie gehört. Unser Gastgeschenk an Sie, die Erklärung dieses Begriffes. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Jan Kranefeld, der im Hintergrund die Technik gemacht hat. Vielen Dank, Jan. Wie immer zuverlässig und exakt. Und bei Ihnen, Treue, ganz herzlichen Dank für die informativen und klaren Überblick über diese drei Jahrhunderte, die den eher dunklen Mittelalter dann verbinden und vorbereiten zu dem, was wir dann als jüdische Aufklärung kennenlernen werden. Also kommen Sie bitte auch mal real nach Bremen. Wir finden auch ein geeignetes Thema dafür. Und für heute erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Hilfe und Ihnen allen, dass Sie dabei waren, und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.